Und damit herzlich willkommen. In diesem Video geht es einmal rund um das Thema IP-Adressen wie die überhaupt entstehen und wie man die überhaupt so richtig berechnen und lesen kann vor allen Dingen und was ist überhaupt dieses Subnetting und Gateway und hier habe ich noch Subnet-Maske und dann natürlich das große Thema IPv4, IPv6. Ja, das alles möchte ich hier mal in diesem Video erzählen. Ich sage gleich vorweg, das Video wird ein wenig länger. Dafür eine kleine Entschuldigung, aber ich meine, Wissen muss nun mal irgendwie übermittelt werden. Aus dem Grund geht es nun mal leider ein bisschen länger. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären und wir gehen es mal Schritt für Schritt einfach mal ran. So, wir haben hier mal eine IP-Adresse aufgemalt. Ich habe gleich ein bisschen mehr hier auf diese kleine Folie gedruckt. Und zwar habe ich hier einfach mal die IP-Adresse 192.168.10.15 slash 24, beziehungsweise wenn man das sich wegdenkt, dann 255.255.255.0. So, jetzt haben wir erstmal jede Menge Zahlen reingeschmissen und ihr wisst immer noch genauso viel wie vorher. Mir gehen jetzt mal Schritt für Schritt ran. Die IP-Adresse 192 -168 -10 -15 ist eine IP-Adresse aus einem Heimnetz. Es kann gut möglich sein, dass irgendjemand von euch diese IP-Adresse hat. Wir können einfach mal nachschauen, indem ihr einfach mal Windows und R drückt, mal CMD eingibt und hier IP-Config eingibt bei euch. Dann seht ihr meine Auflistung, was eure IP-Adresse zu Hause ist. Und hier sehen wir schon IPv4. Aha, hier sehen wir schon den Begriff, den ich gerade mal genannt hatte. Und sehen wir mal die Adresse, 68. ah, in meinem Fall stimmt es nicht ganz, in meinem Fall steht 2.2 dahinter, aber vielleicht steht ja bei euch irgendwas drin. Ihr werdet sehen, eure fängt mit Sicherheit auch mit 68 an, muss nicht, aber die meisten Netzwerke bei euch im Heimnetzbereich, die nicht verändert wurden, also wo standardmäßig der Router einfach nur angesteckt worden ist, die sehen so am Anfang aus. So, okay, wissen wir also auch schon, wo wir unsere IP-Adresse sehen. Es geht in unserem Fall jetzt erstmal nur um das Heimnetz selbst. Natürlich sind IP-Adressen auch im Internet wichtig, aber da ist es eins zu eins übertragbar nur in einer viel größeren Dimension. Okay. Diese Adresse ist also einfach nur sozusagen die Anschrift von unserem Computer. Mehr ist es eigentlich nicht. Das ist wie die Postadresse, was weiß ich, Karl äh, Marx oder Mustermann oder irgendwas in der Musterstadt auf Musterweg 1 oder sowas. Das ist genauso eine Adresse wie eben hier diese Zahlenkombination, um eben die Computeradresse festzulegen. Die Slash 24, die bedeutet, dass die ersten 24, da insgesamt 32 Bit, also wir haben hier eine Dezimalschreibweise, das heißt wir brauchen immer drei. Zeichen, um insgesamt 8 Bit darzustellen. Bit, das waren die Dinger mit 0, 1, 1, 0, 0, 1 und so weiter und so fort. Also die Einsen und die Nullen. Mal diese Einsen- und Nullen-Kombination ergeben in der Dezimalschreibweise drei Zahlen. Dazu kommen wir aber später gleich noch mehr. Ich habe nämlich noch was vorbereitet. Da können wir das dann perfekt sehen, wie sich denn diese Zahl überhaupt bildet. Jetzt bekomme ich gleich noch einen Anruf. Na, das ist auch super. So, die können später anrufen. So, ich habe gesagt, die können später anrufen. Was ist denn los mit den Leuten? So, ähm. Jetzt haben wir hier also, wie gesagt, die normale Adresse und diese 24 bedeutet, die ersten 24 Bit von insgesamt 32 gehören dem Netz. In dem Fall sind die 24-Bit genau hier bei diesem Punkt getrennt. Das heißt, die ersten drei Stellen sind die Netzadresse. Da unterscheidet ein Router zum Beispiel, der ja wir wissen ja aus unserem Netzwerkvideo, ein Router verbindet zwei Netzwerke miteinander. Der ein Router weiß zum Beispiel, aha, diese drei Stellen, die müssen immer gleich sein und dann geht es immer in dieses Netz. Also das ist, das ändert sich nie, das erkennt er an dieser 24 oder aber, wenn die 24 nicht da ist, erkennt er das hier an dieser sogenannten Subnet-Maske. Das ist nämlich die Maske, wenn man die 24 jetzt binär wieder schreibt, also wieder mit 0 und Einsen schreibt und alles auf 1 setzt, dann ist das also die Netz das Netz komplett auf 1 setzt, ne? dann haben wir den ersten Bereich komplett fürs Netz, den zweiten Bereich komplett und den dritten Bereich. Und der vierte Bereich ist auf 0, weil wir haben ja gesagt, hier ist die Grenze bei dem Internetnetz. Das heißt, hier bis hierhin können wir nichts verändern, deswegen steht hier überall 255, da ist bereits alles ausgenutzt. Und die letzte Stelle, in dem Fall hier die 15 oder hier bei der Subnet Maske zu erkennen an der 0 oder hier zu erkennen, weil es gibt insgesamt 32, also von 25 bis zum 32. Bit können wir uns frei entscheiden. Das heißt für uns, wir können hinten dran unserem Rechner jetzt alles von 0 bis 255 geben. Zumindest eingeschränkt, dazu komme ich gleich noch. Das heißt, wir können uns hier völlig frei hintendran an dieser Stelle bewegen. Sollten wir jetzt unserem Rechner allerdings eine 11.15 geben, dann würde der sich nicht mehr am selben Netz befinden und unser Router würde das nicht mehr verstehen. Unser Router erwartet zum Beispiel, ein Router, haben wir ja gelernt, hat zwei Anschlüsse oder angenommen eure Fritzbox zum Beispiel. Eure Fritzbox hat ja mehrere Anschlüsse hinten dran Und wenn ihr da jetzt einen PC eingesteckt habt und da eine feste IP-Adresse vergeben habt, dann muss diese IP-Adresse mit 192.168.10 anfangen, vorausgesetzt, das ist das Netz, was ihr auch zu Hause nutzt. <laughs> das ist ja logisch irgendwie. Und wenn ihr da jetzt plötzlich Punkt .11 schreibt oder hier eine 193 schreibt oder sowas, dann wäre das zwar trotzdem eine IP-Adresse, allerdings in einem anderen Netz, könnt ihr eure Fritzbox nicht verstehen und kann das nicht weiterschicken. Denn wir wissen auch aus unserem Netzwerkvideo, wer das nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt noch anschauen, da wird noch einiges an Wissen vermittelt dieses Netzwerkvideo weiß man ja auch eine Switch beispielsweise der kann mit IP-Adressen nicht umgehen das heißt euer normaler Switch erkennt diese IP-Adresse nicht und deswegen wir müssen alles über den Router konfigurieren und der Router guckt sich das an und denkt sich ah ist ein anderes Netz hat also nichts mit den Datenpaketen zu tun und verwirft die Datenpakete wenn er hier irgendwo einen Schreibfehler in der Netzadresse macht hier hinten dran wäre es theoretisch egal ob ihr eine 15 oder eine 17 oder eine 39 oder eine 125 oder was auch immer schreiben wollt ihr könnt wie gesagt von 0 bis 255 alles wählen mit zwei Ausnahmen und die habe ich hier unten drunter mal aufgeschrieben die kleinste Adresse in einem, in einem Netz, das ist immer die Netzadresse. In dem Fall ist es eben die 0 vorne dran oder hinten dran sozusagen. Die ersten Stellen sind wieder gleich, die haben wir ja festgelegt. Ne? Das haben wir hier durch die Subnetmaske. Sehen wir das? Überall da, wo 255 steht, also dieser Block ist komplett ausgefüllt durch die Netzadresse. Beziehungsweise sehen wir es auch hier: die ersten 24-Bit, also hier 8, hier 8 und hier 8, das sind, wie gesagt, für das Netz reserviert, die können wir nicht verändern. Und hinten eine kleinste Adresse, das ist die 0, das ist die Netzadresse und die größte <laughs> entschuldigung Gleich ein Frosch vor Schluck vor Schreck. Ähm, die größte Adresse, die wir haben, das ist die sogenannte Broadcast-Adresse. Die Broadcast-Adresse ist in diesem Fall die 255. Die 255 könnten wir ja auch hinten dran reinschreiben. Und die Broadcast-Adresse, das ist die Adresse, wenn ihr an alle IP-Adressen des Netzwerkes was senden wollt, dazu kommen wir später noch, das brauchen wir nämlich ab und zu. Ähm, wenn ihr an alle etwas senden wollt, dann schickt ihr an die 192.168.10.255 und dann bekommt jeder Client oder jeder jeder Rechner, jedes Handy, was auch immer in diesem Netz vorhanden ist, bekommt dann diese Anfrage bzw. halt muss dann auch eine Antwort schicken. Das passiert mit sogenannten Hello-Paketen zum Beispiel. Falls ihr davon mal was gehört habt, wenn nicht, hört es jetzt bei mir. Jeder PC, jedes Handy, jeder Fernseher, jede PlayStation, alles, was ihr irgendwie nur rumstehen habt, was mit dem Netzwerk verbunden ist, sendet in bestimmten Abständen sogenannte Hello-Pakete und zwar an die Broadcast-Adresse. Diese Broadcast-Adresse wird ja, wie gesagt, von jedem empfangen. Unter anderem auch von jedem Router, von jedem Switch und so weiter. Und damit mit diesen Hello-Paketen wird nur, wie es der Name schon sagt, nur gesagt: Hallo, ich bin noch da, hallo, ich bin noch da, das sendet er. Ich weiß es nicht genau, in welchem Abstand, das kann man natürlich auch einstellen. Aber sagen wir mal, er sendet jetzt jede Minute, sendet er ein Hello-Paket. Das macht jedes Gerät. Und das ist einfach nur dafür da, dass der Switch beispielsweise weiß, aha, am Port 5 der Rechner von. Takiri in meinem Fall, der ist immer noch aktiv, der ist immer noch online, der surft immer noch im Internet, das heißt, hier kann ich nach wie vor noch Datenpakete zustellen. Wenn er dann irgendwann runtergefahren ist, dann weiß der Switch, aha, Moment mal, an den brauche ich gar nichts schicken, der antwortet mir eh nicht, der pennt seit einer Stunde. Ähm, deswegen werden diese Hello-Pakete gebraucht. Und genau das ist nämlich auch das Problem, was mir nämlich in in diesen ganzen Netzen nämlich haben. Und das ist auch das, das Thema, warum es überhaupt mehrere Netze gibt. Denn stellt euch mal vor, wir haben ein gigantisches Netz auf dieser Welt. Das fängt bei 0000 an und hört bei ja, 255, 255, 255 und dann 255 hört es auf. Das geht von 0 bis hoch. Also bis alles. Wenn jetzt jeder Rechner, jedes Handy, jedes, jedes Gerät auf dieser gesamten Welt diese Hello-Pakete jede Minute schickt, und jedes andere Gerät auf dieser Welt würde dieses Hello-Paket auch bekommen. Auch wenn es dann verworfen wird. Dann wäre das gesamte Internet, also mal ganz davon abgesehen, dass das gesamte Internet das gar nicht schaffen würde. Aber dann wäre das auf jeden Fall zusammengebrochen und dann wäre das so extremst langsam, wenn es das schaffen würde. Weil einfach die ganze Zeit die Router nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Hello-Pakete zu empfangen und weiterzuschicken. Beziehungsweise würde es in dem Fall gar keine Router geben, sondern nur Switche. Weil man braucht keinen Router, wenn man nur ein einziges Netz hat. Aber wie gesagt, das ist so ein gigantisch riesiges Netz. Diese Hello-Pakete würden den Traffic auf dieser ganzen Welt einfach nur ja, in die Höhe schießen und zusammenbrechen lassen, einfach alles. Und aus dem Grund versucht man so viel wie möglich kleine Netze zu machen, denn ein Hello-Paket wird immer nur bis zum nächsten Router geschickt. Ein Router schickt ein Hello-Paket nicht weiter, denn der behält das für sich selbst und weiß ja dann, aha, am Port 1 hängt noch der und der Rechner. Und mehr braucht er nicht zu wissen. Das ist ja nur für den Router selbst zu wissen. Das brauchen nicht, keine Ahnung, die Router in Frankfurt zu wissen oder die Router in Nürnberg an irgendwelchen Knotenpunkten. Die müssen nicht wissen, wenn ich mein Handy ein- und ausschalte. Das ist denen völlig egal, denn das muss nur meine eigene Fritzbox wissen. Und wenn die das weiß, dann verwirft die einfach das Datenpaket selbst und gut ist. Also ihr seht schon, umso mehr Netze wir haben, umso weniger Traffic in den Netzen haben wir. Das ist eben aufgrund dieser Hello-Pakete. Okay, ich denke mal, bis hierhin war noch alles relativ klar. Ich möchte mal noch ein anderes Thema angreifen. Ich mache jetzt mal nicht mit den Folien weiter, sondern ich habe, wie gesagt, eine kleine Adresse, also eine kleine ähm, Tabelle vorbereitet. Die sieht so aus. Bitte nicht gleich erschrecken. Das ist, ich versuche es nach und nach langsam zu erklären. Ihr werdet sehen, die IP-Adressen, die sind gar nicht so kompliziert. Man muss nur einmal durch die Materie durchsteigen. Also zur Erklärung der Tabelle. Erstmal hier vorne dran schreibe ich immer die IP-Adressen hin. Hier sehen wir die binäre Möglichkeit der IP-Adresse. Also hier sehen wir, ja, wie die IP-Adresse richtig binär dasteht, also mit 0, 1, 1, 0, bla, bla, bla. Und hier hinten haben wir die Subnet-Maske, also der Bereich, der für das Netz zuständig ist. Alternativ, wie gesagt, dazu der Netzpräfix. Die Subnet-Maske selbst wird eigentlich kaum noch irgendwo geschrieben. Man kann einfach, ist ja viel kürzer, wenn man einfach nur zum Beispiel, wie in unserem Fall gerade, Slash 24 schreibt, statt 255.255.255.0. Ist ja, ne? ist ja dämlich, wenn man das einfach mit Slash24 genauso ausdrücken kann. Aber wie gesagt, Subnet-Maske und Netzpräfix, das sind in diesem Fall ein und dasselbe. Damit ist ein oder dasselbe gemeint, und zwar der Bereich, der zum Netz dazugehört. Vielleicht mal noch ein was, bevor wir jetzt anfangen, hier irgendwas einzutragen. Früher. Mit früher meine ich. Ich glaube vor 1993, vor 1993 oder bis 1993 gab es Klassennetze. Da wurde einfach gesagt, okay, man macht bestimmte Bereiche. Da gab es ein Class A-Netz, das war hier getrennt. Wir haben gerade das Beispiel, was wir gerade hatten, war genau hier getrennt, ja, mit den 24 Bit. Dann haben wir ein Class A-Netz gehabt, das war nach 8 Bit getrennt, also genau hier. Da war dieser Bereich für Netz. Das, das, konnten wir nicht verändern. und die drei Stellen konnten wir eben verändern, wie wir wollten. Dann gab es ein Class B-Netz und logischerweise ein Class C-Netz und immer das, was vorne ist, das war der Netzbereich, den konnten wir nicht verändern, haben wir ja schon gelernt und den hinteren Bereich können wir in unserem Netzwerk frei vergeben, wie wir halt gerade lustig sind. Wie gesagt, in Ausnahme Netzadresse und in Ausnahme Broadcast-Adresse. Okay, ähm, diese Netzadresse oder diese Netzklassen, die gibt es nicht mehr, zumindest. Man sollte es mal gehört haben, denn ältere Betriebssysteme, die halt bis 93 äh, gebaut wurden und dann nicht weiterentwickelt wurden, die arbeiten natürlich nach wie vor noch mit diesen Netzen, mit diesen Netzklassen. Also, wenn man da versucht zu subnetten, das, dazu zu dem Thema kommen wir gleich noch, dann würde man mit diesen alten Betriebssystemen eben gar nicht mehr arbeiten können. Wie gesagt, im Normalfall sollten die nicht mehr groß rumlaufen, also nicht mehr groß funktionieren, bzw. irgendwo rumstehen, maximal vielleicht noch in irgendeinem Museum oder in irgendeinem Hobbybuster, der einfach noch Spaß an alter Hardware hat. Aber ansonsten sollte das eigentlich sowieso nicht mehr da sein. Aber nur, dass man mal. Gehört hat. Früher wurde das statisch festgelegt, entweder hier, hier oder hier. Da gibt es drei Punkte, also gibt es drei Netze. Es gab theoretisch auch noch Netz D und E, allerdings sind das Sonderfunktionen. Soweit möchte ich jetzt in die Materie hier nicht reingehen. Wir können uns merken, es gab früher drei große Netze, die wurden jeweils an den Punkten getrennt und mehr ging nicht. Heutzutage ist es kein Problem, ein Netz auch hier zu trennen, dass genau alles, was hier davor steht, zum Netz gehört und alles nach da. Und das ist das sogenannte Subnetting. Dazu kommen wir aber, wie gesagt, später, das wird jetzt zu viel auf einmal. Jetzt klären wir doch erstmal, was das hier überhaupt ist. Eine IP-Adresse, wie die 0000 in dem Fall, gut, das, was ich hier oben geschrieben habe, das ergibt natürlich null Sinn, denn unser Netzpräfix ist bei null, das heißt, wir haben überhaupt kein Netz in dieser Adresse. Allerdings jetzt nur, damit wir es mal aufgemalt haben, ein so ein Zeichen, deswegen habe ich die Farbe gemacht, ergibt ja immer 8 Bits. Wir können ja gerne nachzählen, das sind immer genau 8 Bits. Dann kommt ein Punkt, der Punkt ist einfach nur, damit man es optisch besser voneinander unterscheiden kann. Dann aber wieder 8 Bits, dann aber wieder 8 und nochmal 8. Und jetzt haben wir hier diese Werte. Ein Binärsystem ist ja relativ einfach aufgebaut. Man liest es nicht wie ein Buch von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal hier an. Die erste Stelle, die, also eine 0 bedeutet immer, Strom wird nicht geschickt. Also Strom äh, ist ausgeschaltet. Und eine 1 bedeutet immer, Strom ist eingeschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt ein Signal von 8. Zyklen schicke, sage ich mal, von 8 Bit oder einem Byte. 8 Bits sind ein Byte. Wenn ich also ein Byte schicke, kann ich entweder 8 mal den Strom auslassen in 8 Zyklen oder 8 mal anmachen oder eben äh, 4 mal ausmachen und 4 mal anmachen und so weiter und so fort. Ihr seht schon, es gibt verdammt viele Möglichkeiten. Also, wenn ich nur einen einzigen Bit habe, dann gibt es auch nur eine, also theoretisch nur zwei Möglichkeiten. Entweder 0 oder 1. Und wenn ich 2 Bit habe, gibt es dann noch mehr und noch mehr und so weiter und so fort. Und genau so setzt sich das hier auf. Und der erste. Die erste Stelle, wie gesagt, wir lesen von rechts nach links. Die erste Stelle, das ist der Wert 1. Das heißt, wenn ich jetzt äh, siebenmal nichts schicke und eine, einmal Strom einschalte beim Senden. Oh, ich mache das vielleicht mal alles in die Mitte, das kann man vielleicht dann besser erkennen. So. Ähm, wenn ich jetzt 7 mal eine 0 schicke und einmal eine 1, dann wird auch der Wert 1 übertragen. Die Zahl 1 steht dann bei euch auf dem Monitor zum Beispiel, beziehungsweise wird deine Netzwerkkarte übertragen. Der nächste Wert, das ist der Wert 2. Ja, jetzt könnt ihr denken, es geht ja 3, 4, 5, was erlabert er so viel? Nein. Ähm, binär bedeutet immer, das wird verdoppelt, also dezimal wird ja dann immer mal, also 2 mal 2, also 2 hoch äh, 2 wäre das dann, nee, 2 hoch 3 wäre das dann, das wäre dann 4. Jetzt habe ich total einen Stusschen erzählt. Also es geht immer es ist immer das Doppelte. Ich bleibe lieber so, bevor ich mich jetzt hier irgendwo verhaspele und ihr dann gar nicht mehr folgen könnt. Der erste wäre das 1 2 4, dann haben wir hier auf 8, dann haben wir hier 16, dann haben wir hier 32, dann haben wir hier 64 und die 128, äh, nicht 132, sondern 128. So, das heißt, wenn ich jetzt nur als Beispiel, wenn ich jetzt eine Kommunikation zwischen A und B aufbaue und eine 1 schicke, und dann 7 Nullen, dann habe ich den Wert 128 übertragen. Somit kann ich halt, wenn ich jetzt es schreibe, der, die IP-Adresse ist 128.0.0.0, dann übertrage ich 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und dann halt noch. Noch 8 mal 0, ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Also, ihr merkt schon, man kann jetzt also mit unterschiedlichen 1- und 0-Stellungen alle möglichen Zahlen abbilden. Und das versuchen wir doch jetzt einfach mal mit der 192. Was hatten wir hier als Beispiel? Moment, da muss ich selber nochmal ganz kurz schauen. Ähm, ne, das ist schon die nächste Folie, die machen wir nachher. Die 192, 168, 10, 15. 192, 168, 10, 15. Und diese IP-Adresse wollen wir jetzt hier einfach mal eintragen. Nur damit wir das mal gemacht haben. Die 192, die fangen wir jetzt einfach von links nach rechts, fangen wir jetzt einfach mal die Zahlen äh, einzutragen. Die 128 würde in die 192 reinpassen. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall schon mal eine 1. Jetzt können wir, damit wir es leichter machen können, wir, ich meine, jetzt ist natürlich einfach, ne? das bleiben jetzt... Wir können ja mal irgendwo rechnen. Wir machen Rechnen jetzt mal. Habe ich mal irgendwo eine leere Zeile? Ah, ich habe das mir so voll gemacht hier. Das ist blöd. Ich schreibe jetzt mal hier vorne rein. Wir haben jetzt schon 128. Haben wir schon mit der ersten 1 übertragen von den 192. Das. Also schreiben wir hier mal ist gleich. Das. Minus, und jetzt haben wir 128 davon ist ja schon übertragen. Drücken wir mal Enter, bleiben noch übrig 64. In unserem Fall ist das natürlich sehr schön, weil wir noch genau einen Wert 64 haben. Das heißt, wir haben hier 1 und damit ist, wenn wir 1, 1 und dann hier alles mit Nullen schreiben, dann haben wir den Wert 192 übertragen. So sieht also der Wert 192 in binärer Schreibform aus. Ich hoffe, man versteht das so in etwa, was ich hier von euch möchte. Also, wir haben hier 128 und 64, 1, 1, 6 mal die 0 geschickt, dann haben wir den Wert 192. Okay, ich versuche das jetzt nur so aufzuteilen, damit man später besser versteht, wie dann diese Subnet-Maske entsteht. Die 168 sieht da schon ein bisschen komplizierter aus. Wir können jetzt das ja mal zur Hilfe, können wir uns das ja mal kopieren und einfach mal hier mit einfügen. Oh, ich sehe gerade, einen Rahmen brauchen wir hier natürlich nicht. Äh, Rahmen links, so. Äh. Hallo, Rahmen links, müsste doch, ach, ne, okay, gut, dann, öh, nicht. Dann machen wir eben nur Rahmen oben. Geht das auch, wenn ich das nur so mache? Und wenn ich jetzt keinen Rahmen, mh, toll. Excel. Wäre schon einfach beim Alten geblieben. So. So, jetzt haben wir hier wieder diese Werte für die 168. Und jetzt probieren wir dasselbe wieder. Die 168, da passt die 128 rein. Das heißt, wenn ich jetzt schon mal mit der ersten Ping schon mal 128 übertragen kann, ist das schon mal super. Das heißt, wir setzen hier die 1 und werden jetzt, die 128 haben wir jetzt schon übertragen. Das heißt, ist äh, 168 minus, also gut, wir können das auch hier so machen. Minus die 128 bleibt jetzt noch 40 übrig. Okay, die 64 passt nicht in die 40. Das heißt, das wird leider nichts. Die 32 wird allerdings wieder passen. Die 32 setzen wir also wieder auf 1. Jetzt ziehen wir, ich mache das jetzt einfach nochmal, weil wir das jetzt die ganze Zeit so gerechnet haben. Das kann man natürlich auch im Kopf machen. Jetzt ziehen wir hier die 32 nochmal ab. Und schauen mal, wir haben noch 8 übrig. Das heißt, die 16 passt nicht in die 8. Wer hätte es gedacht? Aber die 8 passt in die 8. Also setzen wir die auch wieder auf 1. Jetzt sind wir schon auf 0. Das heißt, den Rest füllen wir einfach mit nullen aus. Und so sieht dann binär die 168 aus. Das ganze Binärsystem kann man natürlich unendlich weiterspinnen, falls ihr das selber mal umrechnen wollt. Ihr könnt natürlich auch statt mit nur 8 Bit, könnt ihr natürlich auch mit 10, 15 oder 500 Bit arbeiten. Wie gesagt, diesen Wert nach links einfach immer wieder verdoppeln. Und damit könnt ihr das weitermachen. Die 10 machen wir mal. Genauso, wir machen mal die komplette IP-Adresse so. Dann mache ich mal hier Copy-Paste, V und V. Das ist wie gesagt nur Hilfen, damit man halt das besser rechnen kann. So, in die 10 passt logischerweise keine 128, da passt keine 64, da passt die als allererstes die 8. Also können wir bis hierher, können wir auf jeden Fall schon mal 0 schreiben. Und in die 8, wie gesagt, das passt zum ersten Mal rein. 10 minus 8. Das wären logischerweise noch zwei übrig, die wir noch übertragen müssen. In die 2 passt keine 4, sondern nur die 2. Oh, Entschuldigung, nur die 2 rein. Das heißt, das wäre binär für die 10. Ihr seht schon, so schwierig ist das gar nicht, wenn man einmal das System verstanden hat. Ich hoffe, ihr könnt noch einigermaßen folgen. Bei der 15 probieren wir es auch noch mal. Das passt alles nicht. Die 8 passt wieder als erstes. So, da haben wir 15. Hoppala, Das wollte ich jetzt eigentlich alles mit Nullen vollfüllen. So. Die 15 minus 8, also ich kann das nochmal mit Rechenbeispiel zeigen. Ich meine, 15 minus 8 sollte jeder am Kopf hinkriegen, aber ich möchte einfach nochmal zeigen, wie man das rechnet. Wir rechnen also den ursprünglichen Wert, den wir übertragen wollen, minus den Wert, den wir schon, ab, den wir schon haben. In dem Fall ist es halt 8. 15 minus 8, wie gesagt, sollte jeder am Kopf haben können, aber nur damit ihr nochmal genau weiß, wie es ist. Jetzt haben wir noch 7 übrig und in die 7 würde zum Beispiel die 4 reinpassen, das heißt die 4 können wir auch noch abziehen. Von den 7 ziehen wir jetzt noch die 4 Stück ab, dann bleiben logischerweise noch 3 übrig. In die Indie 3 passt noch die 2, können wir also auch noch reinschreiben. So, machen wir nochmal. Ja, 3 minus 2. Ein Glück habe ich Excel. Und in die 1 passt die 1. Wer hätte es gedacht? Und somit kommen wir genau auf 0. Und somit haben wir die 15 übertragen. Und zwar mit 00001111. Das wäre die 15. So, diese IP-Adresse, die wir vorhin als Beispiel haben, wäre also binär geschrieben: dieser ganze Kram hier. So, das ist ja ganz schön, dass wir das jetzt so aufgemalt haben, aber was nützt uns das jetzt? Jetzt haben wir eine binäre IP-Adresse. Das bringt uns ja im ersten Fall erstmal gar nichts. Nun, nicht ganz. Jetzt können wir uns das mal genau anschauen, wie denn das aussieht, wenn wir jetzt Slash24 schreiben. Wir haben jetzt mal ein net von Slash24. Denke ich mir jetzt aus... Oh, Entschuldigung, wo schreibe ich denn hin? Ähm, okay. Schreibe mal da hin. So, Netz 24. Das haben wir hier als Beispiel vorhin gehabt. Und als, als Subnet-Maske wäre die 255, äh, Punkt 255, Punkt 255, Punkt und die 0. So, wir haben ja schon vorhin schon gelernt, ne? Diese und das ist das gleiche. Und jetzt macht nämlich der Netzpräfix auch einen Sinn. Jetzt zählen wir einfach mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das heißt, dieser komplette Bereich, das ist der Netzbereich. Da können wir nichts dran verändern. Das ist einfach so. Wir machen den jetzt gerne auch mal ein bisschen farbig. Was wollen wir denn für eine Farbe? Äh, so ein Gelb vielleicht so? Vielleicht. Ja, wenn es jetzt nicht so sehr sticht. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt vielleicht so eine tolle Farbe ist. Kann man vielleicht mal hier. Keine Ahnung. Komm, wir machen uns die jetzt so hier. Das hier ist also alles der Netzbereich. Und jetzt gucken wir mal, hier haben wir die drei Punkte. Und der Netzbereich, habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist dann erreicht, wenn wir den kompletten Netzbereich auf, 0 stellen, äh, auf 1 stellen. Und jetzt rechnen wir doch einfach mal zusammen, ob das wirklich passt. Und jetzt schauen wir mal, jetzt rechnen wir, ich mache mal hier, ist gleich das plus das, oh Entschuldigung, das natürlich nicht, sondern nur das, plus 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 das. ist gleich, ach... Was habe ich denn jetzt wieder gerechnet? Hinten dran steht ein Plus. Okay. So, ist gleich 255. Ha, wer hätte es gedacht, als hätte es jemand gewusst? Warum steht da 255 und nicht 256? Nun ja, 256 würde ja bedeuten: 128, das Doppelte, ne? Das wäre also der, der Bitzahl, die jetzt hier gar nicht mehr dasteht. Das wäre also der nächste Bit, wäre 256. Und 255 bedeutet, wenn hier alles auf 1 gesetzt wird, oder besser gesagt, in diesem Fall alles auf 1 gesetzt wird, dann ist das 255. Das ist, wie gesagt, nur eine Hilfestellung, dass man weiß, wo man genau abtrennen muss. Und was bringt uns das jetzt? Also, wir haben jetzt die Subnet-Maske erklärt. Jetzt wissen wir schon mal, wie die entsteht. Also, wenn wir hier alles auf 1 setzen wir haben ja auch den Netzprefix erklärt und wir wissen jetzt, wie die Binäradresse von der eine IP-Adresse aussieht. Nun, jetzt gibt es aber immer noch das Problem, wir haben ja diese Hello-Pakete. Wir müssen jetzt ein bisschen von unserem Heimnetzgedanken ein bisschen weggehen. Ich zu Hause habe bei mir beispielsweise einen PC, einen Fernseher, eine Heimkinoanlage, eine Raspi und eine PS4 sowie zwei Handys. So, diese ganzen PCs oder die ganzen Geräte, die brauchten alle eine IP-Adresse und jetzt ist es natürlich so, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an IP-Adressen. Das ist schon richtig. Allerdings habe ich alleine zu Hause, ich habe ebenfalls so ein Class C-Netz, wie gesagt, ich zeige das nochmal hier drin: CMD ip config Hier sehen wir subnet maske 255, 255, 255.0. Das ist genau aus unserem Beispiel. Das heißt, auch meine Adresse zu Hause, die 192.168.2, das ist meine Netz, also 2.0 ist meine Netzadresse, aber bis hierher gehört alles zum Netz. Das haben wir ja hier schon eingemalt. Und dahinter habe ich jetzt frei. Jetzt habe ich für meine wenigen Geräte, die ich habe, allerdings so viele IP-Adressen. Wirklich von hier. Hier und überall hört man immer IP-Knappheit, IP-Knappheit, das geht doch nicht. Ja, und genau dasselbe, wie gesagt, im Heimnetzbereich ist das vielleicht nicht unbedingt das Problem, aber jetzt stellt euch mal ein Riesenunternehmen Unternehmen vor mit Tausenden von Surfern und sonst was und, und alle wollen sie nicht in ein Netz. Jetzt bräuchte ich, damit, es, damit ich die Hello-Pakete eingrenzen kann, und angenommen, wir haben jetzt nur diese Class C-Netze, die immer hier getrennt sind, wie in unserem Beispiel. Angenommen, ich habe immer nur diese, dann. Dann habe ich ein Problem. Ich kann mir zwar sehr viele solche Class 10-Netze holen, aber wenn ich jetzt angenommen in ein Class 10-Netz immer nur 10 Rechner reinschmeiße, von maximal 255 möglichen, wie gesagt, ein paar Adressen fliegen ja raus, äh, von so vielen möglichen und immer nur 10 nutze, dann schmeiße ich ja jede Menge IP-Adressen weg, die andere Rechnersysteme brauchen. Und genau deswegen gibt es das sogenannte Subnetting. Und Subnetting ermöglicht mir diese Grenze, die ich jetzt hier einfach mal durch diese Markierung eingefügt habe, diese mal Grenze willkürlich zu versetzen. Die erste Grenze, das größte Netz wäre also, wenn ich hier vorne bereits schon die Grenze ziehe. Wir brauchen ja mindestens einen, einen Bereich für die Netzadresse. Das heißt, den, also hier können wir die Grenze nicht ziehen, dass wir alles an den Rechnern haben, denn wir brauchen ja eine Netzadresse. Also hier wäre die erste Grenze, das heißt, das Markierte, inklusive das, was alles rechts davon steht, das wäre jetzt die Möglichkeit, unsere Rechner zu adressieren. Das wäre ein bombastisch riesengroßes Netz. Da hätten wir wahnsinnige Probleme mit unseren Hello-Paketen, wenn wir das voll ausnutzen. Aber das wäre jetzt das größtmögliche Netz. Wir haben also einen ganz kleinen Netzbereich von 1. Moment, ich kann das hier einfach mal einmalen. Ein, warum schreibt er nicht hier rein? Böses Excel. So, das wäre jetzt Netzpräfix von 1. Das bedeutet, wir trennen hier in diesem Fall hier schon auf. Wir können jetzt hier zum Beispiel, das wäre ja dann 128. Oh, merkt ihr was? 128, 0, äh, nicht Punkt. Da wollte ich doch einen, einen 0 schreiben, liebes Excel. 0, 0. So, ja. 128, 0, 0. Wie komme ich jetzt auf 128? Ne, das haben wir ja gerade gelernt. Wir setzen beim Netzpräfix das erste auf 1 und alles andere auf 0. Und wenn wir jetzt hier noch 7 mal 0, ich mache es jetzt mal noch 7 mal hier, dann haben wir insgesamt den Wert 128 und alles andere ist auf 0. Das heißt, der, die Netzmaske mit Slash 1, der erste Bit gehört zum Netz, oder mit der subnet -Maske 128, 0, 0, 0, wäre das hier. Das wäre das größte Netz eine IP-Adresse aus dem Netz wäre vielleicht die 128, die haben wir ja fest, ne? die können wir nicht verändern. Punkt. Und dann hätten wir zum Beispiel, keine Ahnung, hier, dies ist, von hier aus ist es jetzt schon völlig frei, 13.122.254. So, das wäre die größtmögliche Adresse. 255 wäre ja dann schon wieder Broadcast. Also. Ja, also ihr wisst schon immer, die größte Adresse, in dem Fall ist es nicht die Broadcast-Adresse, die 255. Die größte Adresse wäre dann 128, 255, 255, 255. Das wäre die größte Adresse und somit die Broadcast-Adresse. Also hier könnten wir theoretisch auch 255 schreiben, denn es kommen ja noch größere, zum Beispiel die 123, die wäre ja dann noch größer. Okay, also ihr seht schon... Ähm, ja, ihr seht schon, es ist möglich jetzt zu subnetten, indem wir halt einfach mal irgendeinen Bereich nehmen und einfach ein oder zwei Bit dazufügen bzw. abziehen. Und äh, angenommen, ein normales Netz, ich mache das hier nochmal kurz weg, wobei, lasse ich jetzt einfach mal stehen, ohne dass ich das jetzt noch mit alles ausfülle. Ne? Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass wir das jetzt genauso berechnen können wie hier oben. Äh, das möchte ich jetzt aber mal nicht alles hier reinkritzeln. Ähm, jetzt wäre zum Beispiel noch was zum Subnetting zu sagen. Die, so ein Netz ist, wie gesagt, ist ja total sinnlos. Man will ja kleinere Netze haben. Das wäre jetzt das größtmögliche Netz. Das kleinste Netz allerdings ist nicht mit Slash 31. Das Slash 31. Ich zeige euch mal genau, was passiert mit Slash 31. Eine IP-Adresse durch, ist mal nicht mehr dazu malen. Wir schreiben jetzt mal Slash 31. Dann nehme ich mal hier eine Leerzeile wieder. Das heißt, wir schreiben jetzt die Netzadresse hin, nicht keine IP-Adresse, sondern die Netzadresse. Ja, das heißt, wir setzen bei Slash 32. Moment, ich schreibe das mal. Ich fange mal von. Ich schreibe da wieder hier oben hin. Was ist denn das für eine? Naja, ähm, Slash 32. So. Slash 2, äh, nee, 32 geht sowieso nicht, 32 Spitz hat nur. Slash 31 wollte ich schreiben. Und das wäre ja dann die Maske 255, Punkt. Ich hätte mir die Tabelle einfach mal ein bisschen anders einrichten sollen, glaube ich, weil, äh, ja, ich bin irgendwie langsam ein bisschen zu blöd zum Schreiben. 255, 255, äh, 255. Punkt. Und jetzt, wir setzen ja alles bis auf den letzten Bit. Der letzte Bit hat den Wert 1. Das heißt, müssen ja 255 minus 1, wenn wir alles hochsetzen. Das heißt, 254 wäre jetzt die Subnet-Maske. Warum das aber nicht geht, zeige ich euch jetzt mal. Wir haben jetzt, na ja gut, wir haben jetzt, ich setze das nochmal alles auf 1 hier. So, dauert mal einen kleinen Moment. Na. So, und hinten dran haben wir jetzt eine 0 stehen. Das wäre jetzt die Netzadresse, wie gesagt. Die Subnet-Maske, die wir hier aufgeschrieben haben. Das ist keine Netzadresse, sondern die Subnet-Maske. Das wäre jetzt, also alles das, was hier auf 1 steht, das wäre jetzt für das Netz reserviert. Wir machen das mal wieder in der Farbe. Das wäre jetzt soweit für das Netz. Warum geht das aber nicht? Nun, wir haben gelernt, wir brauchen die kleinste Adresse in einem Netz, in dem Fall die, die wir hier aufgemalt haben. Das ist die Netzadresse. Und die größte Adresse ist die Broadcast-Adresse. Und da wir nur noch eine einzige Zahl haben, wäre die Broadcast-Adresse die mit der Eins hier hinten dran. Und das ist natürlich selten dämlich, denn wir haben jetzt ein Netz. Wir haben ein Netz erzeugt. Das Netz selber würde sogar existieren. Allerdings haben wir eine Netzadresse, die können wir nicht verwenden, um irgendein Gerät anzubauen. Und wir haben eine Broadcast-Adresse, die können wir auch nicht verwenden, um irgendein Gerät anzubauen. Das heißt, wir haben zwei IP-Adressen in dem Netz. Und beide IP-Adressen braucht das Netz, um überhaupt zu existieren. Das heißt, wir haben ein Netzwerk mit null Computern. Theoretisch haben wir ein Netzwerk, allerdings ergibt es nur Sinn, ein Netzwerk für null Computer zu erstellen. Das wäre so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann. Das heißt, das Kleinste, was wir machen können, ist maximal 30. Das muss man halt einfach wissen. Ganz einfach, weil eben noch zwei Adressen wegfallen und deswegen können wir hier hinten minus 2, minus 1, also minus 3 insgesamt ausrechnen und dann 5 minus 3. Ich habe es jetzt mal ohne Excel gemacht, ich habe es nämlich hingekriegt und das ist natürlich dann äh, nicht mehr ähm, So. Und das wäre jetzt die bestmögliche Möglichkeit. Also, wir haben jetzt immer noch die, wir haben jetzt die, die Möglichkeit, hier mehrere Adressen reinzufügen. Und jetzt wäre die, das wäre auch fast ein sinnloses Netz, so ein kleines. Allerdings würde es funktionieren. Dieses Netz würde jetzt laufen. Bis auf, dass ich jetzt hier schon wieder so einen scheiß Rahmen drin habe. Den ich übrigens überhaupt nicht will. Dieses Netz wäre jetzt also das kleinstmögliche Netz, denn hier wäre wenigstens noch was übrig, um wenigstens mal noch ein paar Rechner zu adressieren. So, jetzt haben wir gesubnetet. Wir haben eine IP-Adresse binär aufgeschrieben. Wir haben erklärt, was Subnetmasken und was Netzpräfixe sind. Wir haben jede Menge Nullen und Einsen gesehen. Der Kopf qualmt. Und jetzt fängt der Takiri auch noch an mit IPv6. Nein, so schlimm will ich euch nicht quälen. Aber ich möchte euch jetzt mal gesagt haben: alles, was wir hier gemacht haben, ist IPv4. Und wie, gegen anderen Maßnahmen hat das nichts damit zu tun, dass wir vier solche Dinge haben. Ne? Wir haben hier eins, zwei, drei, vier. Und bei, bei IPv6 müssten dann zwei dazukommen. Nein, leider nicht. Ähm, das hat wirklich Version 4 Und Version 4, ja, das ist halt mit dieser Standard. Version 5 gab es theoretisch auch einmal. Allerdings wurde das zur Echtzeitübertragung verwendet und ist nie öffentlich verwendet worden. Das heißt, das war mein Experiment, also war mein Experiment mit IPv5. Das hat Komplett anderen Aufbau wollen wir jetzt gar nicht anschneiden, wie gesagt, wurde nie in der Öffentlichkeit rausgebracht, wird auch nie kommen, weil das alles über IPv6 besser möglich ist und deswegen, wie gesagt, IPv5 gab es mal, aber wie gesagt, war immer nur eine technische, eine technische Versuchsreihe, sage ich mal, und gab es nie in der Öffentlichkeit. Okay, ich mache jetzt mal hier diese Tabelle wieder zu. Wenn dazu noch Fragen sind, Kommentare sind offen und ja einfach nochmal Fragen. Subnetting wie gesagt ist gar nicht so kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat, wie diese Binärzahlen funktionieren und dass man einfach immer nur eins dazu zählen kann, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Gut, wir machen jetzt mal hier wieder zu, meinetwegen können wir es auch mal speichern, ist mir auch egal. Und jetzt habe ich nämlich hier noch eine zweite Folie, die vorne schon mal kurz reingeflogen ist. Warum gibt es dann jetzt dann IPv6? Nun erkennt man äh, jetzt schon wunderbar auf dieser Folie, IPv4 hat ja, das haben wir gerade gelernt und aufgemalt, 32 Bit. 32 Bit, also 2 hoch 32, das sind 4, noch was Milliarden Adressen. Gut, jetzt haben wir das kleine Problem. Auf dieser Mensch, äh, auf dieser Planet, auf, auf dieser Mensch, okay, jetzt ist es soweit, ich glaube, ich drehe selber langsam am Rad vor lauten Zahlen. Also, auf dieser Erde wohnen ungefähr 7,5 Milliarden Menschen. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Natürlich, die 7,5 Milliarden Menschen davon haben weitaus noch nicht einmal 50% Internet. Aber wie ich vorhin schon aufgezählt habe... Ich habe einen Computer, ich habe theoretisch sogar noch zwei Laptops, ich habe einen TV, also einen Smart TV, ich habe ein Heimkinosystem, ich habe zwei Handys, ich habe eine Playstation und ein Raspi. Das sind bei mir alleine zu Hause schon neun Computer oder neun IP-Adressen, die ich nur für mich alleine brauche. Und also das heißt, selbst wenn nur 50% der Menschheit auf dieser Welt Internet hat und jeder hat neun Geräte, dann haben wir ein kleines Problem, irgendwie funktioniert das nicht mehr so ganz. Und genau aus diesem Grund gibt es halt diese privaten IP-Bereiche, wie wir zum Beispiel mit der 192 gerade in unserem Beispiel genannt haben. Es gibt noch mehr Adressbereiche, die für den Privatgebrauch verwendet werden können. Und dann gibt es noch dieses NAT, dieses, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, das nat system Network Address Translation nennt sich das. Das sitzt bei euch im Router drin. Ihr habt ja von eurem Internet-Service-Provider, zum Beispiel Telekom, Vodafone, 1, 1 oder sowas, bekommt ihr ja täglich eine IP-Adresse. Das ist die IP-Adresse, die könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ihr auf die Internetseite wie ist meine IP.de geht. Dann seht ihr in diesem Fall, in meinem Fall ich habe ich schon IPv6, das ist so eine IPv6-Adresse hier. Und meine IPv4-Adresse sieht so aus. Die ändert sich alle, alle 24 Stunden. Und das ist meine öffentliche IP-Adresse. Wir haben ja gerade gesehen, mein Rechner weiß von dieser IP-Adresse nichts. Ich gucke gerade noch mal rein, IP Config, aber ihr werdet hier nirgendwo diese IP-Adresse sehen. Weil diese IP-Adresse, die liegt an meinem Router an und zwar auf der Seite, die aus bei euch aus der Wand aus der Telefondose rauskommt. Auf dieser Seite liegt an dem Router. Wir haben ja gelernt im Netzwerkvideo, ein Router verbindet zwei Netze. Das heißt, dieses, diese IP-Adresse mit der 93, 243, 58, 222, das ist die Seite, die gerade zum Router Richtung Internet schaut. Und mit dieser Adresse geht mein Handy, meine Playstation, mein Fernseher und alles, was ich halt hier angeschlossen habe, die gehen alle mit dieser Adresse raus und bekommen auch alle auf diese Adresse eine Antwort. Und damit der Router aber noch weiß, wer welche Adresse hat, beziehungsweise wer welche Anfrage geschickt hat, da gibt es eine Tabelle, diese NAT-Tabelle eben, und der übersetzt dann alles, was dann da kommt, zum Beispiel mit Hilfe von Portnummern oder mit Hilfe von, von anderen Informationen. Das ist jetzt völlig wurscht, genau wie das funktioniert, das geht zu tief in die Materie jetzt. Und der übersetzt das dann einfach und bekommt dann eben äh, an einem bestimmten Port zum Beispiel eine, eine Antwort zurück. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Fernseher jetzt äh, einen Twitch-Stream anschaue, dann bekomme ich halt am Port, ich denke mir jetzt mal einen aus, 28.900 irgendwas, bekomme ich dann eben eine Antwort. Und er weiß genau, aha, diese Antwort, die muss weitergeleitet werden an den TV, der hängt am Port 3 so dann weiß es der Router und diese ganze Funktion dass das eben mit einer einzigen IP-Adresse funktioniert und dann halt umgespielt wird auf so viele IP-Adressen die wir im Heimnetzwerk frei vergeben können sogar mit Subnetting machen können und 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 das das nennt sich Network Address Translation beziehungsweise das ist ein NAT-System. Hat jeder von euch am Router? Wer das nicht hat, wie gesagt, würde einfach mit einem einzigen Rechner noch rausgehen können und das war's. Mehr ist dann einfach nicht. Der hat dann eben auch kein NAT. Aber dieses NAT ist verdammt wichtig. Nur trotzdem, es ist ja irgendwie dämlich, weil wir haben halt schon gemerkt. Diese Adresse, zum Beispiel auch die aus unserem Beispiel, die gibt es halt sehr, sehr oft. Die wird nach außen ja auch nicht, nicht weitergegeben. Also die 192, 168, die gibt es nur bei euch im Heimnetzbereich, wie gesagt, bis zum Router. Und der Router, der merkt sich das dann in seiner NAT-Tabelle und dann geht er hier raus mit dieser Adresse, die sich ständig ändert. Und damit kannst du dann Webseiten besuchen und die wird zum Beispiel auf wie ist meine IP angezeigt und so weiter. Das gleiche passiert übrigens auch mit IPv6, wobei das jetzt, naja, das gleiche nicht, aber mit IPv6 kann man sich so ähnlich vorstellen, einfach nur damit man das jetzt versteht. Ich möchte nicht so sehr auf IPv6 eingehen, dann platzen euch alle die Köpfe. Und dann, ähm, ja, und zurück zu, wie gesagt, läuft es auch wieder durch die Tabelle, meistens über Portnummern und damit wissen die dann, wo was hin muss. Gut, oh, das heißt, wir haben also private Adressbereiche, die zumindest schon mal die privaten Haushalte, diese ganzen 7, 8, 9, 10 Geräte in manchen Haushalten oder noch mehr, die das schon mal alles abdecken. Und zum Schluss können wir diese ganzen Geräte auf eine IP-Adresse stellen. Nun ja, trotzdem haben wir bei 7,5 Milliarden Menschen und nur 4 Milliarden Adressen, nur in Anführungsstrichen, irgendwann ein Problem. Denn beispielsweise Server können wir nicht mehr dieses NAT-System machen. Zumindest nur sehr eingeschränkt, weil das NAT-System natürlich auch das ganze System etwas verlangsamt. Der Router muss ja immer erstmal schauen, aha, wo muss das hin? Dann muss er das umadressieren, muss die Datenpakete also öffnen, muss eine neue Adresse reinschreiben, damit der Rechner auch weiß, wer gemeint ist, und dann kann er das auch weiter rausschicken. Und das muss er eben bei jedem Datenpaket machen. Und das ist halt einfach nur langsam, aufwendig und so weiter. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, Mensch, wir brauchen mehr Adressen. Und dann hat man gleich mal volle Möhre in die in die ja, Schubkiste gegriffen, sage ich jetzt mal. Und hat statt 32 nicht nur einfach 64 gemacht, sondern hat 128 Adressen rausgehauen. Ich habe mal die Zahl hier aufgeschrieben. Bitte verlangt nicht von mir, dass ich das auf, ausspreche. Ich musste selbst erstmal gucken, wie die ausgesprochen wird, die Zahl. Und äh, 340 Sechstillionen IP-Adressen. Und ja, 6 Tillionen wird wirklich mit x geschrieben. Das musste ich auch mehrfach nachschauen. Wie gesagt, mit solchen Zahlen habe ich wirklich nichts zu tun. Nur damit man sich mal vorstellen kann, was das ist. Das sind 1500 IP-Adressen pro Quadratmeter, die wir auf dieser Welt haben. Das heißt, ein Quadratmeter vom Ozean hätte 1500 IPv6-Adressen. Also zumindest im Stand heute noch eine, eine schier unvorstellbare Zahl, dass diese Adresse auch nur ansatzweise irgendwann alle geht. Die meisten Internet-Service-Provider, man hat es bei mir schon gesehen, ich bin bei der Telekom über einen Hybrid-Anschluss und die meisten Service-Provider, die haben schon auf IPv6 umgestellt, beziehungsweise sind dabei umzustellen. Das hat natürlich riesengroße Vorteile, IPv6, nicht nur, dass die Adressen ausreichend sind für alles, sondern es geht halt auch bestimmte Sachen schneller, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht alles über IPv6 erzählen, das wird einfach zu viel. Also ihr seht schon, IPv4, das sind die maximal möglichen Adressen. Hier fallen natürlich noch Dinge wie Netzadressen und Broadcast-Adressen weg. Eventuell noch irgendwelche Sonderadressen. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob es da noch was gibt oder so. Also hier fallen sowieso noch ein paar raus, aber das gleiche tut es bei IPv6 auch. IPv6 fallen auch einige weg. Aber trotzdem, die Zahl ist natürlich minimal größer. Und deswegen versteht ihr vielleicht auch, warum ich euch jetzt nicht mit IPv6 das Subnetting erzählt habe. Ach ja, und noch was. Warum. Diese Riesenzahl sieht man ja nicht, denn wenn man sich mal eine IPv6-Adresse anschaut, ich gehe mal zwei Zahlen zurück, das wäre jetzt so eine IPv6-Adresse, die kann man hexadezimal schreiben. Also man macht nicht nur aus einem Zeichen, wie wir es hier gemacht haben, nicht nur dezimal, dass man drei Stellen braucht, um acht Zeichen anzugeben, sondern hier reicht sogar schon eine Stelle und äh, ihr seht schon, das ist schon, ja, verdammt. Verdammt groß, verdammt lang, ist trotzdem extremst lang. Man kann es sich auf keinen Fall merken, würde ich mal so sagen. Und es gibt so noch einige Abkürzungen. Beispielsweise kann man Nullen weglassen, wenn sie vorne dran stehen, indem man die jetzt einfach weglässt und den Doppelpunkt dann hier hinschreibt. Dann wird es ein bisschen kürzer. Hier die Null könnte man auch weglassen und sowas. Und wenn halt nur drei oder zwei Zeichen drin vorkommen, dann weiß man genau, aha, davor folgen halt Nullen bis zum ersten Doppelpunkt. Wenn alle vier Nullen sind, kann man Doppelpunkt, Doppelpunkt schreiben, kann also alle vier Nullen weglassen und so weiter. Das heißt, man kann sie zwar schon verkürzen, aber trotzdem. Ist noch extrem groß, extrem lang und gerade wenn man sich die mal auf, wie ist meine IP anguckt, vorausgesetzt, ihr habt schon IPv6. Äh, hier seht ihr zum Beispiel mal so ein Beispiel, dass hier Nullen weggelassen wurden. Ne, hier sehen wir nur eine 6, das heißt, vor dieser 6 stehen eigentlich noch drei Nullen. Ja, und das, hier jetzt zum Beispiel auch noch eine Null davor, das wurde auch weggelassen. Aber ihr seht, das ist trotzdem wahnsinnig umständlich. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir bei solchen kurzen, süßen Adressen bleiben und selbst die sind ja schon schwer zu merken. Okay. Jetzt habe ich aber wahnsinnig viel erlebt und wahnsinnig viel gelabert. Ich denke mal, es reicht jetzt auch vielleicht noch zusammenfassend. IPv4 stirbt langsam aus. Es sind immer mehr dabei umzustellen. Ich glaube, seit 1998 oder sowas kam IPv6 raus. Seit also einer Ewigkeit wird versucht, das alles umzustellen auf die neuen Adressen. Wir haben erklärt, was der Präfix bedeutet, falls ihr das mal seht. Ihr habt jetzt, ihr wisst jetzt sogar, wie ihr eigene Netze erstellen könnt, falls ihr das mal braucht. Möglichst kleine Netze sind also vorteilhaft, damit wir möglichst also möglichst vier Subnetten müssen wir, damit wir möglichst kleine Netze kriegen, dass wir möglichst wenig Hello-Pakete durch das Netz schicken und somit das Netz möglichst schnell lassen. Jedes Netz bedeutet natürlich auch, dass wir wieder einen Router brauchen. Also wir können jetzt nicht zu Hause sagen: Oh, mein Fernseher kriegt ein eigenes Netz und mein äh, Router kriegt äh, mein mein Handy kriegt ein eigenes Netz und so weiter. Also können wir schon, aber dann brauchen wir eben für jedes Gerät einen extra Router, denn nur ein Router kann Netze untereinander verbinden. Das heißt, in einem großen Netzwerk macht das Sinn. Stellt euch eine Schule vor beispielsweise, da ist es sinnvoll. Ähm, stellt euch eine IT-Schule vor, sagen wir es mal so, wo es jetzt Klassenräume gibt mit, sagen wir jeweils 30 Sitzplätzen, dann macht es Sinn durchaus zwei, drei Klassenräume zusammenzufassen zu einem Netz. Dann haben wir zum Beispiel 90 Sitzplätze bei drei Klassenräumen, haben wir 90 IP-Adressen plus vielleicht noch eine Serveradresse und eine Router-Adresse und das war's. Das macht durchaus Sinn, das in einem Subnetz zu machen und dann da irgendwo einen Router in irgendeinem Nebenzimmer aufzubauen und dann halt wieder zwei, drei Klassenzimmer zusammenzupassen und so weiter. Das eben die Schulrechner-Netzwerke nicht komplett zusammenbrechen, die standardmäßig sowieso kurz vorm Zusammenbrechen sind, wenn man die Geschwindigkeiten bei den meisten Netzwerken mal anschaut. Okay, also ihr seht schon, kleine Netze sind vorteilhaft, allerdings ist es nicht sinnvoll, wahnsinnig kleine zu machen, denn dann braucht man viele Router. Und ihr wisst jetzt auch, was eine Subnet-Maske ist, wie die sich zusammensetzt. Ihr wisst, dass man immer eine Netz- und eine Broadcast-Adresse braucht. Ihr wisst jetzt auch, wie man euer Netzwerk fluten kann, also einfach dahin jede Menge Anfragen schicken, dann könnt ihr irgendwelche Administratoren ärgern. Ihr wisst, warum es IPv6 gibt. Ich zeige euch nochmal diese wahnsinnig unglaubliche Zahl. Das ist wirklich das Maximale, was an IP-Adressen möglich ist. Und es sind wirklich sechs Billionen IP-Adressen. Ich finde es immer noch toll, dass da sechs steht. Sorry, aber irgendwie kommt das Kleinkind noch durch. Und also es ist wirklich wahnsinnig. 1500 IP-Adressen pro Quadratmeter. Und das halt weltweit. Nicht nur auf dem Land. <laughs> okay, ihr wisst nun wirklich Bescheid über IP-Adressen. Sorry, wenn es so ein langes Video ist. Aber es muss halt alles irgendwie mal gesagt werden, denn anders kann man es nicht erklären. Und nun seid ihr wirklich Profis auf dem Gebiet. Bei Fragen bitte in die Kommentare. Bitte keine privaten Anfragen mehr schicken. Private Nachrichten werde ich nicht mehr beantworten, habe ich ja schon mal erwähnt, denn da wird jede Frage hundertmal gestellt und ich antworte immer mit derselben Antwort. Das macht keinen Sinn. Nutzt bitte die Kommentare und gebt den anderen Usern dann auch gleich die Antwort. Okay, ihr wisst Bescheid und ich klinge mich mal aus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.